Ich habe zur Abwechslung mal ein Thema für einen Smash-Part. Sakurai hat es halt schon so angekündigt, als wäre es mir echt mega krass. Also Blair wurde angekündigt. Ja, was soll ich sagen? Meine erste Reaktion war so, och nee, nicht ein Fire Emblem-Character, schon wieder. Okay, und wen bekommen wir jetzt dafür? Die kann ich nicht. Nicht. Naja, voll krass. Aber immerhin haben wir sie. Serious Suit. Guten Morgen oder eher guten Abend. Videos kommen immer um 6 Uhr, also okay, eher guten Abend. Willkommen zurück zur Smash Bros. Ultimate Nuzlocke. Wir sind in den Wolken, über den Wolken sogar. Es ist wahnsinnig. Heute erster Kampf gegen Revali, Ausdauer Smash und Sturmwarnung. Okay, kriegen wir hin. Wir gönnen uns da einfach das hier, dann noch den Kollegen und dann gegen Ausdauer brauchen wir noch das hier. Dann Kämpfer wechseln wir wieder, weil sonst wird es ja echt so einfach, weil Bowser kann nicht wenigstens noch. Wen haben wir noch nie benutzt? Den Inkling, ne? Rein da mit dem Inkling. Ihr seht, ich wechsle jetzt wenigstens ein bisschen die Charakter durch. Ich probiere es zumindest halbwegs Abwechslung reinzubringen, weil man muss ja ein bisschen schauen. Revali, Falco, die sehen sich eh sehr ähnlich, deshalb ist das auch ziemlich passend, meiner Meinung nach. Ich muss sagen, dass ich den Inkling tatsächlich extra für diese Nuzlocke, weil ich mir gedacht habe, der Inkling ist so gut. Also soll er zumindest sein, beziehungsweise soll er nicht nur sein, sondern ist er auch tatsächlich. Habe ich den ein bisschen trainiert, so gesehen. Aber das ist leider schon wieder vor 3 Wochen oder so. Also ist es eigentlich schon wieder komplett egal. Die Sache ist aber, dass seine Abwehr mir nicht gefällt. Die killt zu wenig, aber für sowas wie Super Stern. Bei hohem Gegnerschaden und Verwundbarkeit für Gegner, erhöhte Katapultierbarkeit für alle, Ultra Smash lädt sich schneller auf. Ja, ich glaube, das war nervig und braucht man nicht mal, oder? Geht's da noch weiter? Es geht noch weiter. Wir müssen diesen Stern irgendwann machen, vielleicht. Machen wir erstmal das, was wir auf jeden Fall können. Nämlich sowas hier. Das gefällt mir immer am besten. Wir gönnen uns das, wir gönnen uns das und wir gönnen uns natürlich unseren guten alten Helferschreck. Rein da. Gegen irgendeinen Sonic-Character, glaube ich, war es jetzt. Nee, gegen den Shiggy. 4 Shiggys sogar. Es wird nicht besser. Aber ich glaube, dieser Chao kommt aus Sonic. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Mal probieren wir einfach mal, ob wir so irgendwas hinbekommen. Zack. Ja, doch noch nicht. Schade. Ich glaube aber, dass der Up-Smash war dafür umso besser. Der hat ja eine mega krasse Range. Ich dich jetzt mal, danke. Der ist ja noch gar nicht tot. Der ist auch noch nicht tot. Stimmt, ich muss das Essen ihm wegnehmen, sonst wird es ja mega schwierig. Ja, jetzt hat der Abwehr gekillt, ich weiß. Ja, wahrscheinlich. Ich finde es so geil, wenn man so im Vergleich, also man gibt keinen Fuck, man hat einfach irgendwie automatisch so eine Art Superrüstung, weil es ja komplett wurscht ist, wenn die Gegner so klein sind, ob sie dich treffen oder nicht. Ich hab nichts mehr. Hallo, passt ja. Aber das habe ich noch mit dem Pinsel geslappt und weg mit der. Was willst du? Uiuiui. Ist ja wahnsinnig. Alles klar. Damit haben wir auch diesen Geist geschafft und gehen weiter zu Tiki. Aus der Fire Emblem-Reihe. Ja, witzig. Haben wir letztes Mal noch drüber geredet. Wir hätten jetzt zum Roten wechseln können, weil wir da mehr Power haben. Aber ich denke, den werde ich auch so hinbekommen. Ich bin auf die Helfer-Trophäe gespannt. Ist das die Helfer-Trophäe oder wie? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ja, davon lassen wir uns natürlich nicht beeindrucken. Ja, es scheint... Es ist irgendeine Helfer-Trophäe, aber ich habe natürlich keine Ahnung, was die kann. Ah, die spuckt ein bisschen Feuer. Kann ich den auch irgendwie killen oder so? Weil mit dem Marv und dem Drachen ist das schwierig. Okay, wenigstens ein bisschen was. Ja? Langsame Fortschritte vielleicht, oder? Okay, jetzt ist eh weg. Okay, jetzt kann ich mich wieder um den Marv kümmern. Hä, der wird sich jetzt... Ja, ich denk's mir. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Es ist unglaublich. Nein, jetzt hat er noch Curry. Hä, ich verkack das, glaube ich, weil ich einfach gerade so schlecht spiele. Hä, es ist voll der Wahnsinn eigentlich. Was ich hier gerade für eine Scheiße abliefer, aber habe ich ihn. Okay, Up Smash ist Gucci.
Aber war mega schlecht gespielt von mir. Das ist, war unnötig lang, der Kampf. Echt krass. Echt schlecht. Leider. Okay, was haben wir hier noch? Da jumpt er einfach mal so drüber. Und da kommen wir... Ah ja, wie ich gesagt habe, man kommt auch so hinter diesen Geist. Vielleicht gibt es da hier irgendwo noch einen Charakter. Palutena könnte ich mir gut vorstellen oder so. Stärkere Magie für den Gegner. Gut, das ist mir ja eigentlich alles wurscht. Super Mario RPGs Legend of the Seven Stars, daher kommt dieser Gegner. Also habe ich... Das Game habe ich mal angezockt. Aber irgendwie hat mir das Kampfsystem so überhaupt nicht gefallen, dass ich es dann wieder gelassen habe. Ich habe mir sowas vorgestellt wie... Wie soll ich sagen? Dass ich dachte, ich bekomme da sowas wie Superstar Saga oder so. Das war wirklich so meine Vermutung. Leider habe ich dann das nicht bekommen. Wieso hat der das jetzt bekommen? Ich habe das doch auch gehittet. Puh, das ist nervig mit denen. Aber solange sie nichts anderes machen... Lol, ich kann den sogar ausweichen im Laufen. So. Jetzt müsste ich aber wenigstens bald wieder groß werden, oder? Ja gut, okay, zwei instant gekillt. Wow, hör auf. Dieser Flying Man nervt mich jetzt. Warum? Weil ich ihn gehittet habe, oder wie? Nein! Oh nee, sag mir jetzt... So, wenn der andere wenigstens auch klein ist, ist gut. Weil dann kann der mich schon mal nicht mehr so krass hitten. Reicht das? Okay. Aber der Typ, der hat mir gerade Angst gemacht, dieser Flying Man. Ich weiß nur, dass der so heißt, weil wir ja gegen den Geist gekämpft haben. Ansonsten wüsste ich das nicht. Okay, Geist der Überraschungen liebt, das ist ja toll. Im Kampfverlauf Spielbildschirm steht plötzlich Kopf. Das bezweifle ich, Kollege. Das bezweifle ich aber ganz stark. Das bezweifle ich ganz stark. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr mit dem Inkling zu kämpfen, muss ich sagen. Ich sollte, wie gesagt, mit den Charakteren kämpfen, die weiter vorne sind. Wo es dann nicht so viel Arbeit ist, wenn ich sie verliere, bezüglich dem Rahmen. You know, habe ich ja eh schon mal erklärt. Boah, das ist aber nervig, du. Ich glaube, das wäre ein richtiger Dreckskampf ohne... Also, den ich niemals schaffen könnte, wenn ich das Kopfstandding nicht ausgeschalten hätte. Ich glaube, Feuerblumen und Curry sind so die zwei Items, die ich den Gegnern am allerwenigsten überlassen will, weil die einfach so nervig sind. Ich weiß gar nicht, was kann der Inkling nochmal... Ah, ich weiß es. Warte. Ja, wenn er mich lassen würde. Warum geht der jetzt so ab? Hallo, kannst du dich mal in die richtige Richtung stellen oder so? Ja, geht doch. Hat sich erledigt, wenn ich ehrlich bin. Hä, als ob der dann darüber chillt und sich umbringt fast. Ich glaube, der bringt sich echt noch um, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, so circa. Ungefähr so kann man den Woll-Yoshi schaffen. Geist der Überraschungen liebt. Die Überraschung war hier definitiv die Dummheit des CPUs. Aber Land ist in Sicht. Die Hydra, nicht die Hydra, sondern die Hydra. Sehr cool. Gab es da irgendwas Spezielles? Nee, nur dass er seinen Spezialstandard einsetzt. Fuck, das wollte ich nicht. Ja, meine Witze sind heute wieder top-notch. In diesem einen Gebiet da... Da gibt es aber keinen Boss, ne? Zumindest bisher noch nicht. Ich frage mich, ob der da noch reingepflanzt wird oder nicht. Was ist denn der Spezialstandard von Ridley nochmal? Ah, stimmt, das Feuerspucken. Ja. Wenn ich da nicht so verkacken würde, dann wäre der Kampf auch einfacher. Aber gegen drei Ridleys zu kämpfen, ist halt auch die größte Krätze, oder? Der da unten dürfte tot sein. Ja, was soll das? Tschüss. Ja, ne, der unten da war nicht tot. Ja, der ist tot. Ach komm, den killen wir mit dem Stab. Er ist sogar noch de-eyed und trotzdem gestorben. Ja, das war nicht schlecht. Ach, deshalb drei Ridleys. Wegen dem dreiköpfigen Drachen. Ja, hätten sie auch einen Ridley mit drei Köpfen reinmachen können, der dann dreimal Spezialstandard einsetzt. Wo landen wir hier? Formel Mampf. Ach, das war ja, glaube ich, sogar gar nicht mal so schlecht, ne? Da bekommt man ja ein paar Sachen. Das war das hier. Da gibt es natürlich keinen Bosskampf. Ich weiß nur leider nicht mehr genau, wie hier die beste Route war. Aber da haben wir jetzt ein bisschen was zu tun. Das war ganz witzig. Warte, ich gehe mal darüber. Oh, das war gut. Ich habe jetzt 11. Ich weiß nicht, ob 11 so das ist, was man haben möchte. Gesammeltes Essen, 11.
Yay, neuer Rekord. Ich glaube, dann spawnt auch immer irgendwas. Ach, bei über 10 bekommt man, glaube ich, den Charakter schon. Ansonsten, glaube ich, nur Geister. König DDD. Mach mal. Holen wir uns den fetten Boy. Dann haben wir einen neuen Charakter. Der ist eigentlich, ja, DDD ist eigentlich auch ganz cool. Könnte man hin und wieder benutzen. Ja, wenn ich da natürlich reinrenne, dann ist der loose vorprogrammiert. Ich wollte eigentlich shielden, habe aber gerade so hart verkackt. Da muss ich tatsächlich ein bisschen besser spielen als gegen die Geister, weil der macht mich sonst richtig fertig. Ja, ich merk's. Oh, das kann man halt auch nicht shielden. Der Gordo, als ob der mich noch bekommen hat. Was hat der jetzt für ein Item bekommen? Ich habe das Item bekommen. Fuck. Damit habe ich nicht gerechnet. Hat er mich auch played, muss ich sagen. Fuck. Oh. Der Spike, der war ja unglaublich. König DDD kämpft nun mit. Ja, sehr schön. Mittlerweile haben wir, glaube ich, genug Lernjuwelen für den Wissensbaum. Ich glaube, das war auch der Charakter, den man hier bekommen konnte, ne? Ich glaube, ansonsten gab es hier nichts. Wir drehen noch eine Runde. Und dann schauen wir mal, wie wir das machen. Jetzt nehmen wir einfach weniger mit und dann schauen wir. Ich glaube, dann bekommen wir nur einen Geist. Ich glaube, Meta Knight bekommt man hier nicht mehr. Schauen wir einfach mal. Wie gesagt, wir nehmen einfach so wenig wie möglich mit. Und 8. 8 ist okay. 8 ist weniger als 10. Ich glaube, man braucht 10, wie gesagt, um irgendwas zu bekommen. Dann bekommen wir, glaube ich, einen zweiten Platz oder so. Genau, das sind dann nur Geister. Nur. In Anführungszeichen. Koch Kawasaki. Gut. Aber die brauche ich nicht. Ich wollte euch nur zeigen, dass das so ist. Beziehungsweise auf Nummer sicher gehen, dass auf dem zweiten Platz nicht auch noch ein Charakter war. Aber es hätte mich gewundert. Es hätte mich gewundert. Okay. Ah, jetzt wird hier sogar ein neuer Pfad erstellt. Das ist ja cool. Ja, wisst ihr, was das Problematische ist? Wir müssen wahrscheinlich wirklich da runter. Und in diesen einen Bereich gehen, wo der Drache ist und den Drachen noch besiegen. Das kann gut sein. Das kann echt gut sein, weil sonst sehe ich hier nichts, wo wir hin sollten. Oder wo es zumindest einen Boss gibt. Wir müssen Kyra weiter schwächen. Also müssen wir da runter. Also gehe ich da mal runter. Okay, ich bin wieder im Waldhügel. Ich habe ja hier keine guten Erfahrungen gemacht, wie wir wissen. Ich habe zwar einen Charakter bekommen, aber wollte ich das überhaupt oder wollte ich was anderes? Genau, ich wollte das hier unbedingt haben. Das und das, das war mir wichtig. Und das ist eigentlich auch alles ganz gut. Also das können wir bei Gelegenheit so schauen, wie wir das mal machen. Hier habe ich ja meinen Main verloren und wir müssen irgendwie schauen, dass wir diesen Drachen an die richtige Position bekommen. Und ich glaube, da muss ich von unten kommen. Das heißt, ich muss diesen Geist da drüben besiegen. Okay. Ich würde jetzt sagen, zum Glück nur ein Knackrack, aber Knackrack ist schwierig. Aber wir sind ja zum Glück nicht in Pokémon. Dementsprechend dürfte Knackrack nicht das größte Problem sein, das wir heute haben werden. Sondern eher was anderes. Das circa dreimal so groß ist. Wenn überhaupt nicht noch mehr. Aha, okay, alles klar. Nehme ich als Angriff. Oh, okay. Interessanter Save. Ich kann eigentlich mit der Bombe auch ein bisschen mehr spielen, weil die ist ja auch ganz gut. Dass der Smash-Angriff vom Inkling wirklich so die Leute in der Nähe so rauf, so zu sich hinzieht oder so raufzieht und dann direkt in dem Angriff komplett resultiert, ist krass. Ist echt krass. Finde ich. So, jetzt müsste der da oben landen. Ach du Pisser. Wieso machst du diese? Ich sag, mach nicht diese, was macht er diese? Was ist, wenn ich jetzt von hier komme, geht er wieder darüber oder wie? Alter, das gibt's doch nicht. Okay, okay, aber dann kommen wir auf jeden Fall sicher irgendwie weiter. Ich werde ihn jetzt hier hinlocken, dann gehe ich durch diesen schmalen Weg und komme von links. Und dann werden wir ja sehen, wo er hingeht. Das wird dann schon irgendwie besser laufen, denke ich mal. Ja, also ich komme jetzt von hier, von hinten.
Wo fliegt er dann hin? Darüber. Das ist interessant. Ich denke, wenn ich von rechts komme, dann wird er auch dahin. Oh nee, warte mal. Muss ich da jetzt von unten kommen? Muss ich wirklich diesen einen... Ich muss diesen Scheiß hier machen. Ich brauche irgendwas, das diesen Ness direkt wegklatscht. Es ist Wahnsinn. Ich habe vor diesem Kampf so Schiss, ne? Ich brauche jemanden mit einer Safe and Rescue. Eigentlich ist ja der Inkling mit einer Safe and Rescue gut dabei. Sollte man meinen. Ich muss den machen. Es geht nicht anders. Ich muss diesen Kampf irgendwie schaffen gegen diesen Dreckspilz. Ja. Nein. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich glaube, er hat diesen anderen Pilz angegriffen und deshalb ging es nicht. Alter, so eine Scheiße. Gut, wir haben ihn geschafft. Mit meinem Main habe ich das nicht geschafft, aber mit dem Inkling schon. Inkling neuer Main. Ist das etwa der Fall? Tauros, extremes Tempo für Gegner, sprintende Gegner fügen dir Schaden zu. Damit kann ich leben, Kollege. Damit kann ich leben. Taurosus. Ich bin ja sowieso gespannt, ne? Hauptsache, ich will zu Kyra. Aber das heißt gleichzeitig, dass ich den ja auch besiegen muss. Das heißt, es ist noch interessanter. Oh, wieso ist der so schnell? Geh weg, bitte, danke. Ohne die Animation ist das immer so lame. Und jetzt stelle ich mir vor, Smash 4 war nur so. Ohne die Finisher-Animation. Das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm. So, Kollege, es hat sich doch jetzt sicher gelohnt, dass ich jetzt hier hingekommen bin, oder? Jawohl, jetzt fliegt er da hoch. Heißt, wir müssen diesen einen Kackgeist noch besiegen. Aber dann machen wir den... Hey, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Alles easy nehmen, alles easy. Es gibt keinen Grund zum Stress. Jetzt habe ich doch alle Geister hier gemacht. Ne, muss man aber tatsächlich. Den machen wir noch. Giftalarm. Boden verursacht fortlaufenden Schaden. Das bezweifle ich. Zweifle ich ganz stark. Wo ist Giftimmunität? Da Zelda Breath of the zu wild. Interessanterweise haben wir mit der sogar mehr Power als mit den anderen zwei Geistern. Ich weiß jetzt nicht, was effektiv mehr bringt. Das ist die Frage. Ja, ja, wahrscheinlich. Hier, Bombe. Ich kann gerade nichts mehr machen, weil ich keine Tinte habe. So, du bist jetzt erstmal weg und du auch. Seht ihr, wie das geht, wenn man Tinte hat? Das ist unglaublich. Ist wie in der Schule, ohne Tinte bist du am Arsch. Real talk. Außer du schreibst mit Bleistift, aber mach das nicht. Das mag kein Lehrer. Okay. Wir sind jetzt hier bei unserem Kollegen, der wahrscheinlich schlecht geschlafen hat, deshalb ein bisschen aggro ist. Und den machen wir das nächste Mal. Müssen wir fast. Und ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Smash Bros. Nuzlocke. Ultimate Nuzlocke, sorry. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.